Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Blair Witch. Letzte Folge haben wir Carver getroffen. Das ist der Mann am Wald, der den Jungen entführt hat und auch den Sheriff getötet hat und wohl auch noch mehrere andere Leute. Und der hat uns jetzt eine besondere Kamera gegeben mit einem Zeichen, womit wir so, ja, ich sag mal Spuren aufdecken können. Bedauerlicherweise war der ganze Abschnitt insgesamt nicht ganz so meins. Ich fand das ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen und teilweise auch ein bisschen nervig inszeniert. Aber na gut, okay. Da wollen wir jetzt mal nicht zu sehr meckern. Okay. Alter, meine Fresse noch eins, ist ja gut. Soll seine Haut nehmen. Ja, und jetzt? What now? What? The symbol. I want you to make one. You have the twigs. You have the skin. All that is left is use them. So hurry up. Fine. Have it your way. Okay, also so ein Symbol, was wir hier schon... Wo hatten wir das nochmal her? Okay, das ging schnell. So hab's. Aber ich find's cool, wie auch hier das, das Funkgerät wieder voll mit Schlamm ist und immer dreckiger wird. Oh man, ja. The only scent he'll get is my own. Ich finde das immer, also ja, wir zeigen es ihm jetzt, aber soll ich mal was sagen? Ich mag das nicht, wenn in Horrorgeschichten, also in Filmen, aber eben auch hier jetzt im Spiel, wenn Leute, die schon 100 Mal übernatürliche Dinge beobachtet haben, bis zum Schluss immer noch sagen, hä, warum soll ich das machen? Das hat doch keinen Sinn. Das ist doch alles Quatsch, Magie gibt's doch gar nicht. Ey, du hast hier schon so viele übernatürliche Dinge beobachtet. Wieso zweifelst du bis zum Schluss immer noch? Das macht doch alles. Was ist das? So eine Art LKW. Hier kommt schon ein Boy. Sekunde mal ganz kurz bitte. Warte mal da. Kann ich da hoch? Ich darf da nicht hoch. Hä? Da oben stand noch ein LKW gerade eben. Warum ist der jetzt weg? Hundi, komm. Warum ist der jetzt weg? Das sowas finde ich gruselig, wenn dann auf einmal ging, wenn du denkst, so, ah, hier, guck mal, ich guck mir das mal an und wo ist es hin? Da oben. Keep talking. Before this is over, I'll make you pay for what you did. Das ist auch wieder weg. Das finde ich halt echt... Also sowas finde ich geil. Das sind halt wieder Kriegsflashbacks. Was? Hey. Next 4 miles. Wenn ich dich wegdrehe? Nee, das Schild ist immer noch da. Schild ist, glaube ich, jetzt weg. Hier oben jetzt dieser Turm. So your only solution was to just give up? I moved beyond what I once was.
Oh Mann. Zu seiner Frage vorhin, wen hast du gerade mehr, mich oder dich, weil du so machtlos bist? Die Antwort lautet natürlich, man hasst den, der die Macht hat. Denn der die Macht hat, hat auch die Entscheidungsgewalt. Und wenn derjenige sich entscheidet, seine Macht für schlimme Dinge zu nutzen, dann ist es seine Schuld, nicht diejenige des Machtlosen. Ist der Turm weg? Nee, er ist immer noch da. Okay, interessant, der bleibt also. Ich dachte jetzt eigentlich so, das ist so eine Sache wie, du guckst da einmal hin, dann siehst du da irgendwas. Und dann guckst du kurz weg und dann ist es verschwunden. Aber so sieht es jetzt irgendwie geil aus, dieses helle Licht. Das ist schon krass. Was ist hier jetzt? Bombenkrater? Das ist ein Bombenkrater, oder? Ja, was denn? Guter Hund. Pass mal auf, nur falls für den Fall, dass wir gleich keine Gelegenheit mehr dazu haben. There you go, buddy. So. Aber was haben wir hier? Das ist ein blutiges Tuch. So what is it? Another body? Wouldn't you like to know? Nein, zieh halt das Tuch weg. Stimmt. Eine Knarre. I don't understand. You want me to kill myself? Ich glaube nicht. Nein. What? No, fuck you, no. It'll be quick. Think about it. I could lift you a knife. No, I will not kill Bullet. But this is where you draw the line. A fucking dog. I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. You brought this on yourself. On the boy. Stop hiding behind a child, you coward! Ah! God damn it! Sag mal, bist du dämlich? Auch wenn er den Hund nicht erschießt, hättest du die Knarre behalten können. Alter. That's impossible. Bullet, no. Ja, komm, renn hinterher. Bullet. Hey, Bullet. Nein. Wo ist er? Nein. Scheiße, er ist da unten. Nein. Er ist gefallen, oder? Er hat sich was gebrochen. Oh Gott, no, please. Don't move, buddy. Nein. Was ist passiert? Let me just die. Boy, you're heavy. Was? Someone's been eating too much scraps from the table. Scheiße, was ist passiert? Ich verstehe schon. Die Hexe will, dass der Hund tot ist. Er hat sich geweigert. Und dann hat sie dafür gesorgt, dass er sich... Oh Gott, der ist... Ganz ruhig, Hundi. Aber woran hat er sich jetzt verletzt? Also er ist wahrscheinlich einfach nur gefallen und hat sich ein Bein gebrochen. Ist das bei Hunden? Ich weiß nicht, ob das bei Hunden so schlimm ist wie bei Pferden. Bei Pferden wachsen ja gebrochene Knochen nicht wieder zusammen. Zumindest glaube ich das, weil man erschießt ja immer Pferde, die sich ein Bein gebrochen haben. Aber ist das bei Hunden auch so? Komm Hundi, wir schaffen das hier raus. Was? Nein! Ihn absetzen? It'll be all right, buddy. Was? CNN? Lie. Lüge oder liegen?
Fahrrad. Wie lange denn noch? Oh, Mann. Ja, ich weiß. Es ist mal wieder die Endlosschleife. Och, Mann, ey. Dogs. Was? Was ist mit Dogs? Lie. Dogs lie? Hunde lügen? Hat's mich belogen? Keine Ahnung, was? Wie lange denn noch? Kann aber auch nicht schneller gehen. Und ich sehe schon wieder Dinge hier so vor der Kamera. Ich glaube, er bekommt eine Panikattacke. Da steht immer noch Dogs. L-E I-N-G. Ich muss wahrscheinlich jetzt erstmal laufen, bis das dann eine vollständige... Da steht wahrscheinlich dann irgendwann eine vollständige Botschaft und dann weiß ich, was ich tun muss. Let. Wie war das heavy? Let. Ich soll ihn hinlegen, oder? Werd ich aber nicht. Kann ich ihm noch ein Leckerli geben? Nicht irgendwas? Es wird einfach ewig dauern. Es geht einfach ewig so weiter. Ich glaube, das ist das Ende des Spiels. Er wird ewig hier. Ja, hier ist wirklich alles hoffnungslos, das kannst du laut sagen. Oder soll ich vielleicht mal in die andere Richtung gehen? Aber das wird auch nichts bringen. Gott, wie er winselt. Aber man hat kein Blut gesehen, ne? Let dying dogs... Oh, das wird auch ein D, oder? Let dying dogs die. Lass sterbende Hunde sterben. Oder na gut, lie würde auch gehen. Lass sterbende Hunde liegen. Die will das doch. Die will doch, dass ich hier alleine durchlaufen muss. Weil wenn ich alleine hier durchlaufe, werden seine Psychosen schlimmer. Ich glaube, wenn er dann den Verstand verliert, kann sie ihn leichter kontrollieren. Ja. Lass sterbende Hunde liegen. Niemals. Niemals nicht. Aber das wird wahrscheinlich ewig so weitergehen. Aber es ändert sich ja auch was. Es ist ja jetzt nicht so... Oh ja. Ich laufe so lange mit dem hier durch, wie ich es muss. Das ist alles nur eine Schikane, damit ich das aufgebe. Kannst du aber vergessen. Immer schön durchhalten. Ich kann aber auch sonst nichts machen. Wenn ich auf das Rad drücke, also auf das Scrollrad, nein. Ich kann nichts rausholen. Trotzdem immer noch. Warum hast du die Pistole weggeschmissen? Ich hasse das. Ich hasse dumme Charaktere in Horrorfilmen oder Horrorgeschichten.
ich weiß nicht, ob ich da jetzt unfair bin, aber weil Alice offensichtlich, wie gesagt, psychische Probleme hat, aber auf der anderen Seite ist er da. Ich weiß jetzt nicht, ob diese psychischen Probleme auch automatisch einhergehen mit, sagt man, mit einer gewissen Überemotionalität, weil als Polizist sollte er eigentlich die Eigenschaft haben, wenn er von irgendwelchen Killern, also in dem Fall halt von Carver, wie soll ich denn sagen, so herausgefordert wird und geteased wird, dass er dem widerstehen kann und dann eben trotzdem noch klaren Kopf behält und dann sich eben denkt, okay, ich habe hier eine geladene Waffe, der will, dass ich den Hund damit erschieße, aber scheiß drauf, ich nehme die einfach mit und knall ihn ab, sobald ich ihn finde. Jetzt kommt sie. Verpiss dich. Er wird... Nein, ich kann nichts mehr machen. Er ist ohnmächtig geworden. Oder bin ich gestorben? Hätte ich... Ich hab ein Leckerli. Bullet. Okay. Ich hab's versucht, oh Gott, das Zeichen. Ich hab's versucht. You won't break me, you hear me? I won't lose to you. Whatever you are. Also ich musste ihn zurücklassen, aber ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht macht es auch einen Unterschied, ob ich ihn jetzt freiwillig loslasse oder ob ich bis zum Schluss durchhalte. Hier lang. Oder Sekunde, Kamera? Kann ich da irgendwas erkennen? Nee, okay. Gehe ich jetzt hier rum. Wird wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Alice, du hättest schon vor langer, langer, langer Zeit... Ja, natürlich. Du hättest schon vor langer, langer, langer Zeit Hilfe annehmen sollen. Paul... Ah, hier auch mit dem Bloopers. Oh, da. Gott, ich höre den Hund noch. Alice, du hättest schon vor langer, langer, langer Zeit Hilfe annehmen sollen. Dann würde es dir jetzt besser gehen. Aber ein bisschen kann ich es auch verstehen. Zuzugeben, dass man halt ein ernsthaftes Problem hat und dass man unbedingt... dass man einen Profi braucht, um einem zu helfen. Oh Gott, jetzt ist das hier noch so eine endlos lange... Okay, also ich bin am Baum rechts gegangen. You think he was the one behind Peter's disappearance? Wäre immer noch eine, ist immer noch eine Möglichkeit. Ich schließe die Tatsache, dass er in Wirklichkeit Carver ist, nicht aus. Alter. Mir geht das ordentlich auf die Ketten gerade. Okay, das bringt gar nichts. Ich kann... Jetzt.
konnte mich gerade nicht mehr bewegen. Was? Sheriff. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. Oh Mann. Was? Na. Ja, das tust du, Alice. Komm hier, nimm noch mal ein Stück Haut, mach noch mal so ein. Scheiße. Bin ich jetzt in ihrem. Ja, weg damit. Bin ich jetzt in ihrem Versteck? Ist das einer mit einem karierten Hemd? Das sah jetzt gerade seltsam aus. Ah, wie viele denn noch? Bullet scheint sie nicht zu mögen. Ich habe wahrscheinlich alle zerstört, oder die es da gibt. Entweder das oder nur eine bestimmte Zahl, aber ich glaube, ich habe alle von diesen Fotos gefunden. Oder alle von diesen Dingern zerstört. Sekunde mal, da war noch eine mit so einem Fragezeichen. Ja, hä? Ich hab nichts gesehen. Hey, du hast vorhin noch gesagt, du hältst durch alles. Da war ich so stolz auf dich. Work, damn it. Keine Chance, die Kamera. Da oben ist noch einer. Ja. Was zur Hölle will das Spiel jetzt eigentlich von mir? Wie viele von diesen endlosen Loops soll ich noch durchlaufen? Was, wie genau so? Warte mal, wenn die sagt genau so, dann mache ich das nicht mehr. Na ja, gut, ich muss wohl, oder? Ja, was denn? Was ist denn over hier? Du bist nicht meine Freundin und wir haben kein Date, also lasse ich dich so lange warten, wie ich will. Oh, das sind wir? Okay. Hm.
have I done? Ich hab keine Ahnung, was du getan hast, aber du warst auf jeden Fall nett zum Hund. Wisst ihr, was ich nämlich ehrlich glaube? Ich glaube an der Stelle so, was Videospiellogik angeht, dass das Video sieht wahrscheinlich anders aus, je nachdem, wie wir den Hund behandeln. Ja, was? Jess? Jess? I was in. Jess. Fuck. Oh, es gibt keine Jess mehr. Du wirst hier noch ewig verbringen. Darf ich jetzt kann ich jetzt bitte endlich mal wieder irgendwas Sinn ergeben? Ich laufe hier immer nur 5 Meter, danach passiert wieder irgendwas und schon bin ich wieder in einer ganz anderen Szene. That's what you're worried about. Yeah. Stupid little man, I could just slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. Me? All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Für was? Nimm das Halsband und erwürg ihn damit von hinten. Ah, wieder dieses verdammte Camp. No, not this place again. Why? I did everything you wanted me to. What the hell am I supposed to do now? Well, and I... How could I... Keine Ahnung, schon wieder eins von diesen Teilen. Wieder irgendeine Spur hier? Nein, nur diese Dinger. Ah! Darf ich jetzt vielleicht auch mal wieder, oder lass mich raten, ich laufe jetzt hier hoch, dann kommt mir wieder was entgegengeflogen, wäre ich wieder ohnmächtig. Ich frage mich, wie es jetzt gerade in der echten Welt aussieht. Wahrscheinlich sind jetzt hier immer noch Polizisten und die sehen dann auf einmal den toten Hund und für die bin ich die ganze Zeit dann der Psycho. Aber der Regen ist sehr atmosphärisch, das muss ich schon sagen. Hier links. Komme ich hier durch? Nein, ich komme hier nicht durch. Warum komme ich hier nicht durch? Ich sehe hier gerade keinen Weg. Also hier... Hier bin ich hochgekommen. Bin ich oder wird es ja immer dunkler? Es sieht ein bisschen so aus, als ob man da durch könnte, aber kommt man offenbar nicht. Nee, ich glaube, das hier ist falsch. Ich glaube, hier oben ist falsch. Boah, Leute. Komme ich hier noch hoch? Nee. Also hier ist zu. Hier ist jetzt alles zu. Hier ist alles zu. Hier ist... Oh, ein Tape. Es ist aber kein rotes, ne? Das heißt, damit kann ich nichts verändern. Oh
Aber der soll sich jetzt gegen die Wand stellen, oder? Ja. Okay, Carver hinterlässt Spuren. Ja, von... Und dann hat... Alles klar. Oh Mann, kurz an der Nase kratzen. Das fühlt sich hier gerade schon sehr nach Finale an, aber ich würde sagen, ich mache hier nochmal einen kurzen Cut, beziehungsweise beende die Folge erstmal. Den ganzen Rest, wahrscheinlich das Ende, zumindest fühlt sich sehr danach an, sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß mit mir. Ich bilde mir permanent meine Meinung zu dem, was in diesem Spiel passiert. Ich werde es dann am Ende nochmal ein bisschen erläutern, wie ich das Ganze gefunden habe. Aber mal sehen. Also zumindest der Teil jetzt sieht richtig geil aus. Das jetzt ist jetzt zumindest gerade mal wieder eine richtig atmosphärische Szene. Aber naja. Lasst mir bitte noch eine Bewertung und einen Kommentar da. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann auch das nächste Mal wiedersehen. Hier bei Blair Witch. Bis dahin, haut rein!